Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir sehen uns heute mal zu einem bisschen anderes Video. Hat nicht unbedingt was mit Racing zu tun, aber mit Hardware. Denn AMD und Alternate sind auf mich zugekommen und haben mich mal gefragt, ob ich Lust habe, etwas auszuprobieren. Und ich bin da ja immer so sehr ambitioniert und springe eigentlich immer sofort rein. Sobald es um Hardware geht und testen, sage ich immer, her damit. Und vor allen Dingen haben wir jetzt auch einen realen Anwendezweck. Und jetzt gucken wir uns gemeinsam mal Starfield an und jetten da mal ein bisschen durch die Welt. Denn aktuell ist es so, ich habe eine AMD-Grafikkarte und ich habe eine AMD-CPU. Und damit erreicht man ja gewissermaßen ein bisschen mehr Leistung, weil das ja schön ineinander zusammengreift und AMD sich vor geraumer Zeit gedacht hat, Mensch, das ist doch eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee, wenn Leute beides benutzen, dass wir sie auch ein bisschen belohnen. Das hier ist meine 6800 XT, die schon seit vielen Jahren im Rechner drin ist. Die sieht immer noch aus wie neu. Kein Staub, kein gar nichts. Richtig krass. Abgefahren. Aber wir hauen was Neues rein. Wir sind jetzt von der 6800 XT auf eine 7600 Puls gegangen. Und wir probieren jetzt mal aus, anhand von Starfield, wie gut AMD und AMD zusammen performen. Hier ist ein 5950X drin und eine 7600 Puls. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Und jetzt gucken wir mal mit meiner Konfiguration, die ich hier aktuell zu stehen habe, wie Starfield so läuft. Freunde der Sonne, bevor wir jetzt reinflattern in Starfield, ne? Aktuell könnt ihr auf die X3D-Prozessoren bei Alternate ein paar Taler sparen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wir starten ein neues Spiel. Bethesda Game Studios. Repräsentiert. Nicht repräsentiert, präsentiert. Starfield. Ich habe übrigens für euch da oben links in der Ecke die Frames. Die könnt ihr euch da ansehen. 20. Oh Gott, wie sagt man das? 23:30. Ich wollte gerade 20:30 sagen. Das würde ich noch miterleben, aber 2330 erlebe ich, glaube ich, nicht mehr mit. Na gut, kommt drauf an. Hi, was geht? Na? Siegel ist gut, Sauerstoff auch. Mach's wie letztes Mal, dann klappt alles. Halte dich an die eine simple Regel. Heller, wie lautet die eine simple Regel? Hör auf, Lynn. Die Bosslady weiß Bescheid. Exakt. Hör auf mich. Mining ist ein Job wie jeder andere. Bleib cool. Pass auf. Dann hast du dir am Ende einen Sack voll Credits verdient. Ja, absolut. Ist genau wie, Wie sehe ich die Credits in meiner Tasche? Nur mit mehr Einstürzen, Lasern und sporadischen Verstümmelungen. Sehr hilfreich. Danke. Bitte. Ach, das klappt schon. Dein erster Job lief doch. Und mal ehrlich, das ist nicht gerade Astrophysik. Dafür ist er im Team. Motivation. Ja, und ich kann aus 300 Metern ein Heliumvorkommen lokalisieren. Auch wieder wahr. Hier unten gibt's zwar keines, aber allein die Metallvorkommen finanzieren unser eigenes Helium. Nach der Aktion haben wir genug Treibstoff, um vom einen Ende der besiedelten Systeme zum anderen zu springen. Hey, mehr Mineralien, mehr Geld, ein ewiger Kreislauf. Alright. Aber keine unbefugten Sprünge ins Gebiet von Haus Varun mehr, ja? So ein Riesenbaby. Es gibt Schlimmeres. Weißt du, die meisten Dusties schaffen es gar nicht so weit. Ich habe ein gutes Gefühl bei dir. Gruppen kuscheln jetzt oder bei Schichtende? Ach, irgendwann, Hella. Lasse ich dich echt mal zurück. Leere Versprechungen. Also grafisch gefällt mir das schon mal sehr gut. FPS sehen auch relativ solide aus für ein etwas, in Anführungsstrichen, älteres System. Okay, lass uns mal sehen. Wie viel Zeit noch? Kann ich eine Waffe haben? Denk daran, Dusty. Fühl mich so nackig. Schön ruhig atmen. Und hier unten nie den Helm abnehmen. Die Sauerstoffprozessoren reichen nicht so weit. Ja. Also es läuft wirklich super gut. Das hätte ich nicht erwartet. Ich meine, man muss dazu sagen, ich bin noch nicht auf... Dusty, du bist dran. Schnapp dir einen Cutter und leg los. Ich bin noch nicht auf volle Pulle. In der Höhle gibt es Metallvorkommen. Ich rufe, wenn ich dich brauche. Alrighty, dann gehen wir mal ein bisschen pullen hier. Oh, wow. Was haben wir denn hier? Reingelasert. Haben sie dich geködert? Bist du auf die Broschüren reingefallen?
Lynn scheint dich zu mögen. Und sie ist der Boss. Sie muss es wissen. Okay, ja, ich bin total talentiert. Ich bin beschäftigt, nerv jemand anderen. Entschuldigung, ich wollte hier nur vorbei, Mann. Ich will buddeln. Oder wohl besser lasern. Wir sind soweit. Komm wieder zurück. Schöner Effekt, wenn das so abprallt und ins Gesicht fällt. Also, es läuft wirklich tadellos. Also, ich bin tatsächlich überrascht. Ich hab was anderes erwartet. Ja, es ist Zeit. Du kommst mit mir. Na dann los. Auf geht's, ab geht's. Ich möchte übrigens an dieser Stelle mal kurz deklarieren, dass das hier Werbung ist. Also ich werde dafür bezahlt. Ich habe aber keinerlei Auflagen. Das heißt, wenn irgendwas sein sollte und mir nicht passt, darf ich das sagen. Was ist das für eine kleine Maschine? Aber dass die sowas noch benutzen in der Zukunft? Ella, die Werte. Ja, was das angeht. Problem? Nur, wenn du höhere Gravitationswerte als Problem siehst. Entspann dich. Ist nur ein Job. Oh. Komm schon. Entspann dich. Entspann dich doch mal. Geh doch nicht so steif. Werd mal ein bisschen locker in der Hüfte. Mach mal die Schulter ein bisschen locker. Ruhig. Wir sind nah dran. Glaube ich. Es ist alles einfach... Lynn, ernsthaft. Hier ist was richtig, richtig faul. Boah, dann gehe ich jetzt hier mal lang. Gucken wir mal, wa? Halte F gedrückt für die Taschenlampe. Ah ja. Kann ich das hier einsammeln? Oh. Die Werte sind immer noch komisch. Aber das ist gut, oder? Ja. Einfach weitermachen. Ah, das ist nicht komisch. Wir sammeln... Ha! Rohstoffe müssen eingesammelt werden. Das ist wirklich ein sehr schöner Effekt, wenn das platzt und die Augen so unscharf werden. Siehst du irgendwas? Nee. Ich bin gerade am Rohstoffe sammeln. Ich denke hier, Schotter macht Schotter. Ich dachte, wir können das größere mitnehmen. Beryllium heißt das, oder? Beryllium, ja. Was gibt's denn hier? Oha, hier fliegt was durch die Gegend. Hallo? Nehmen. Drück ich. E. Nutze den Cutter, um das abzuspalten. Aha, jetzt. Da wurde ich weggebeamt. Hey, komm schon. Komm schon. Okay, ganz ruhig. Du warst K.O. Kein körperlicher Schaden. Mental, abwarten. Weißt du, wer du bist? Neuling bei Argos Extractors? Klingelt da was? Kommt dir hier was bekannt vor? Das ist ja sehr schön gemacht. Jetzt habe ich bestimmt Gedächtnisverlust. Möchte ich Personalunterlagen? Ach so, hier. Jetzt kann ich quasi auswählen, wer ich bin. Hier sehe ich mich. Bärte sind echt, also Bärte und Haare sind wirklich echt schick geworden. Die letzten Jahre. Okay, cool. Karte mit Nennen abbrechen, bestätigen. Schieße ab. Weißt du, viele Firmen würden jemanden mit deinen Vorstrafen sofort ablehnen. Wir haben echt was riskiert mit dir. Okay, die Probe hast du. Der Kunde ist unterwegs. Huch. Dann werden wir bezahlt. Erinnerst du dich noch an irgendwas? Ich weiß nichts mehr, nachdem ich in den Tunnel gegangen bin. Es war unglaublich, wie ein Traum oder eine Vision. Ja, das ist doch genau unser Ding. Ganz ruhig, Superstar. Sind wahrscheinlich nur die Endorphine von der Bewusstlosigkeit. Oh. Hab jetzt hier bitte kein Erlebnis, ja? Ah, guck mal, hier sind die Frames schon wieder ein bisschen runtergedroppt. Da sind wir bei 71, aber ist immer noch okay. TGPL Games 60 Unser Constellation-Kontakt ist im Anflug. Moment.
Dieser Entdeckertrupp? Ich dachte, die wären Loser. Du bist nur zu jung und hast keine Ahnung. Hey, ich sage ja nur, dass sie einen Ruf haben. Scheiße, die halbe Crew glaubt sicher, dass es sie gar nicht gibt. Die halbe Crew glaubt auch, dass es die Erde nicht gibt. Tut es aber. Huh. Genau wie die Constellation. Wie? Die Erde gibt's aber nicht. Komm schon. What? Den Weltraum erkunden? Hallo, wer macht das denn noch? Ich bin der Neue. Der Raum, den wir kennen, ist doch Stress genug. Hallo. Für die wohl nicht. So. Okay, Dusty. Luftschleuse. Leg den Helm an. Ja, wie denn? Wie lege ich denn den Helm an? F, E, Q, Tab, was? Wähle den Bereich unten rechts aus. Inventar. Okay, we did it. Easy. Hi! Ich bin's, Siggi, was geht, na? Was machen Sachen? Wo ist der Kunde? Das sieht aus wie eine fliegende Ratte. Aus wie eine fliegende Ratte von unten. Barrett? Lynn! Ist lange her. In der Tat. Die Mine auf Bindi, oder? Kasal, was ein Drecksloch. Genau wie hier. Seltene Mineralien. Du hast jetzt einen etwas erleseneren Geschmack, was? Also, ihr habt was gefunden, ja? Genau hier, der Neue. Ach ja. Und alles lief cool. Einfach wie Mineralien einsammeln auf Bindi. Mhm. Kasal. Und nein, Barrett, es lief nicht cool. Er ist nach der Extraktion umgekippt und hat ein wirres Zeug geredet. Ehrlich, Cowboy? Warst auf einem Trip, ja? Nee. Mir geht's gut. Gibt nichts zu bereden. Was? Oh, wie? Nee. Ha, gleich so cool, ja? Nicht der sanfteste Einstieg in die Mysterien des Alls. Aber hey, musste ich auch durch. Hey, gib mir einfach die Credits. Dann bin ich froh, wenn ich dich und dieses Ding nie wiedersehe. Deswegen mag ich dich, Lynn. Kein Heckmeck. Barrett, die Scanner der Frontier melden ein Schiff, das sich rasant aus dem Orbit nähert. Ich dachte echt, sie wären weg. Barrett? Oh, Das ist die Crescent Fleet. Was mache ich jetzt? Lauf? Ich habe eine Idee. Ihr macht das schon? Ich hab die Idee. Scheiße, hoffentlich klappt das. Ja, das ist, sieht gut aus. Ich darf nur keiner sehen. Ihr macht das schon, ne? Ich muss das... Ich bin ein Gewiefter. Oh, scheiße. Nee, ich muss wieder weg. Nein! Nein! Ich wollte das Schiff klauen! Moment. Wir müssen das nochmal probieren. Ich habe da so eine Theorie. Mir wurde nämlich gestern was Witziges erzählt. Dass man dieses Schiff, glaube ich, klauen kann. Wenn die dich nicht bemerken. Oh,
Unzugänglich? Nein, warum? Okay, ich bin auf jeden Fall schon mal drinne. Warum klappt das nicht? Ich will das Schiff klauen! Nein, scheiße! Egal! Es war ein Versuch wert. Wir machen jetzt einfach. Wir machen. Von hinten. Wir greifen jetzt an. Es gibt Grillwurst. Ich brauche Deckung. Wo ist denn hier noch eine? Was machst du denn hier hinten? Hi, na, was geht? Hallo? Ja, da guckst du doof, wa? Oh, warte, was? Moment. Oh, oh. Haben die anderen auch noch was? Hallo? Hoho. Loot! Immer her mit dem Loot! Hast du gesehen, wie Lin einfach auf die Piraten zugestürmt ist? Scheibenkneister, ich hätte so gerne das Ding gestohlen. Das geht bestimmt. Ich habe schon ein paar Kämpfe erlebt. Und viele Freunde an die Crimson Fleet verloren. Wehe, die Crimson Fleet des Angriffs das Gehalt. Was ich aber auch immer alles stehlen will im Computerspiel. Gut, kann ich das andere Schiff klauen? Aber das hört sich jetzt nicht nach so einem tollen Verkaufsargument an. Es ist auch unzugänglich. Kann man keine Schlösser knacken? Ich habe bestimmt den... Moment, warte mal, was? Achso. Okay, okay. Ich muss... Wirklich. Ohne Schnacks, ne? Ich muss zugeben, das läuft wirklich rund. Das läuft wirklich rund. Ich wünschte mir, ich könnte noch ein bisschen mehr Dunst reinhauen, dass ich voller Esse spielen kann. Aber kann ich nicht. Aber du hättest jetzt theoretisch die Möglichkeit, falls du aktuell auf der Suche bist nach einem Upgrade und dein PC ist vielleicht auch schon ein bisschen älter. Also ich meine, bei mir geht's noch einigermaßen, aber wenn ich jetzt wirklich das Maximum rausholen wollen würde, gibt es aktuell die Möglichkeit, bei Alternate zuzuschlagen. Du könntest dir beispielsweise so ein Bundle besorgen. Dann kriegst du Starfield auch noch mit dazu. Grafikkarte und CPU für die 15% mehr Leistung. Weil die beiden, ne, verzahnen schön ineinander rein. Und bei mir sieht man ja, es geht wirklich sehr gut, muss man sagen. Trotz etwas älterer Hardware. Aber wenn ich jetzt gerade aktuell was upgraden würde, und es ist witzig, dass es genau in diesem Moment ist, kannst du dir bei Alternate eine von den neuen X3D CPUs holen. Mit einem Streichpreis. Das heißt, wenn du beispielsweise den 7800X3D kaufen möchtest, kostet der nicht 409 Euro Unskis, sondern 359 Euro Unskis und du kriegst noch Starfield mit oben drauf. Hashtag Werbung. Und jetzt gehen wir weiter rein und ich spiele mit meiner alten Hardware und du, falls du dir eine neue Hardware kaufst, guckst in die Videobeschreibung rein, zockst dir eine neue Hardware und dann sagst du mir, was du in deinem Spiel mit der neuen Hardware rausholen kannst. Oder ob du vielleicht sogar schon so eine CPU hast. Das würde mich nämlich brennend interessieren, denn ich würde lieben gerne eine dieser CPUs haben. Ich hätte so gerne dieses Schiff geklaut. Mann! Hey, das war gute Arbeit. Du bist cool geblieben. Tja, ich bin auch einfach der Coolste. Hallo! Das war echt tolle Arbeit, trotz des Drucks. Du hast das Artefakt ausgegraben, ja? Dann hast du die Visionen gesehen? Du kommst mit mir zur Constellation. Du gehörst jetzt dazu. Wie? Ich gehöre jetzt dazu. Wenn die mir sagen können, was das für ein Artefakt ist, bin ich dabei. Runter von diesem verdammten Mond? Nichts lieber als das. Warte mal, ich wollte nie irgendwas mit all dem zu tun haben. Aber sag mir doch erstmal, was das für ein Artefakt ist, bitte. Fantastisch. Oh nein, Barrett, nein. Du glaubst, du kannst nach der Nummer einfach abdüsen? Oh, ich habe euch wohl echt alle auf die Abschussliste der Crimson Fleet gesetzt. Wie wär's, wenn ich bleibe,
Und stattdessen dann in das die schicke. Ich weiß. Aber er ist kein meiner mehr, Lin. Als er diesen Felsen berührte, änderte sich was. Sag mir nicht, dass du es nicht spürst. Oh, ich bin der Auserwählte. Fein. Abgemacht. Ja. Hau endlich ab, Dusty. Auf dich wartet Größeres. Entschuldigung. Siggi, nicht Dusty. Siggi. Frag mich doch bitte nicht nach meinem Namen, wenn du meinen Namen nicht aussprechen kannst, ja? Zwischen Siggi und Dusty ist ein großer Unterschied. Lin. Ich nenne dich ja auch nicht Neil, weil mir gerade danach ist. Übrigens, mit einem S vorne wäre es halt cool. Lin, dann wäre es Nils. Ich habe keine weiteren Fragen. Das Interview ist beendet. Bin ich jetzt angestellt? Und Vasco, lass sie nicht mein Schiff zerstören. Ich denke, das ist nicht dein Schiff. Was ist denn jetzt? Ich geh krachen. Hier liegt eine Waffe. Und ich renne mit dem anderen Ding rum. Oh Gott. Ich bin ja ein dumm Dödel. Wir leben noch. Gott. Ich muss kotzen. Jo, brech den Helm, würde ich sagen. Du, dann hast du noch was davon für später. So, los jetzt hier. Komm in den Gänge. Hopp, hopp. Ich bin in der externen Bucht. Hm. So, einsteigen. So einfach wäre das gewesen, ein anderes Schiff zu klauen, aber es war ja zu! Sie können ein Schiff der Klasse A fliegen. So, Taro, ich bin's, Kapitän, weiß Bescheid, du weißt Bescheid. Keiner da? Gut, dann ab geht's. Jüt! Schilde bereit. Den Rest übernehmen Sie. Boah, ich hab gedacht, ich muss das jetzt fliegen. Ich hatte schon ein bisschen Panik. Kurz ein bisschen Panik gehabt. So, dann gehen wir mal auf die Suche hier, wa? Ach du Scheiße! Wir müssen Ihre Schilde deaktivieren. Laserwaffen sind dafür besonders effektiv. Easy Snack? Oh, da liegt noch was. Glückwunsch, du hast deinen ersten Raumschiffangriff überlebt, Captain. Lass uns das Wrack nach Ersatzteilen und anderem Bergungsgut durchsuchen. Hey, oh. Du musst nah ran, damit wir die Überreste betreten können. Wo ist das denn? Hallo? Help! Es springen zwei weitere Crimson Fleet Schiffe zu unserer Position, Captain. Ah, da. Ist das hier, das? Okay. Was soll denn das jetzt? Ey, ruhig, Brauner! Genug ab! Wir werden hier stattieren. Ah, Schilde sind wieder auf 100%. Easy Snack. Frontier her und werden nicht aufhören. Okay. Wir müssen uns um den hiesigen Captain der Crimson Fleet kümmern. Ein aktueller Scan zeigt eine verlassene Anlage auf dem nahegelegenen Mond von Crete. Ein perfektes Piratenversteck. So, der Mantau, wa? Kurs festlegen. Jo. Reisen. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Wir haben den Orbit erreicht. Oh ja. Die verlassene Anlage
mit unserem Captain befindet sich auf der Oberfläche. Ja, dann versuchen wir mal zu landen. Ich folge Ihnen ab jetzt, Captain. In dieser Richtung. Na denn? Oh, wie cool! Man kann hier einfach so rumspringen. Jeet. Zeig mal kurz, waffentechnisch, was hier geht. Waffen der Cutter. Ich habe doch vorhin eine aufgehoben. Aha, guck mal. Oh. Oh. Wie? Was? Moment. Kann ich zwei Waffen gleichzeitig anlegen? Favoriten B. Ah ja, guck mal hier. Auf die 1. Ah ja, B, das auf die 3 und das ist die 3 und dann machen wir das die 4. Jetzt müsste doch theoretisch... Oho! Vorsichtig, Captain. Alien-Kreaturen sind oft unberechenbar. So, Meister, komm mal ran hier. Wir machen mal kurz einen Teil. Oh, schöne Waffe. Die macht Spaß. Der Feind nähert sich. Oh, Leute. Ey, hui. Kann ich bei dir was nehmen? Der Feind ist offensichtlich geflogen. Der Feind ist ein Hosenscheißer. Wir machen weiter mit der Quest jetzt. Omega Lobby jetzt so. Komm mal, der Gängemorde. Ich bin immer so leicht ablenkbar. Merkt man gar nicht, oder? Nee. Gar nicht, Tessi. Gar nicht. Was gibt's hier? Schraubenschlüssel. Boah. Du. Ich als alter Meisterdieb. Das brauche ich, du. Du, Tarau. Sie. Meine Arme. Komm auf die Schotte hier. Oh, hier sieht's aber nicht so aufgeräumt aus. Noch jemand da? Hallo? Oh, da ist er. Hallo? Na, Heilpaste. Gut, dem Gang ging's nicht mehr so gut. Da war Rohstoff, also Sauerstoff war alle. Hat man gesehen. Was war das? Geht's hier nicht gut um, oder was? So, moin, Ziggy? Hier? Hallo? Der Terrormorph ist frei! Ich wiederhole, der Terrormorph ist frei! Nicht angreifen! Wenn ihr es bis zum... Ich komme! Was ist los? Oh Mann, das war der Mann! Hallo? Wer ist jetzt frei? Ich glaube. Oh ja, das ging ja in alle Richtungen. Hipfire aus der Unterwelt. Ach du Scheibkreise.
Level 2! Für den Stufenaufstieg erhältst du einen Skillpunkt. Jeder Skill schaltet eine Herausforderung frei. Schließe den Skillpunkt zu erhalten, wenn in der oberen Reihe sich nur ein Steuerskill. Ballistikwaffen 10% mehr Schaden. Yippie-ki-yay, Schweine-Baggedoo. Ja, gib mal her den Apparat, Junge. Damit das ein bisschen bumst und ballert. Oh, was Großes. Moment, noch nicht. Ich bin noch nicht fertig. Was ist denn das hier? 13 Energieschaden. Das sieht ja nach richtigen Bum-Bum aus. Pack das mal auf die 6. Ist das eine Schrotflinte? Ich brauche mal kurz ein Testobjekt hier. Hallo. Oh, ich drücke mal F zum Aufheben. Sag mal, was ist mit meiner Maus? Irgendwas stimmt mit meiner Maus nicht. Die ist komplett durcheinander, sag mal. Nils, nicht F, E für E aufheben. Ich hatte in der Nähe einen Tresor. E. Ja. Für alle freien Schlitze, um das Schloss zu öffnen. Wähle einen Schlüssel, dann drehe ihn, bis er in die Lücke passt und lass ihn einrasten. Okay. Laserkartusche. Credits. Okay. Das Schlosssystem war cool. Frontier hat einen neuen Captain? Arbeitest du mit Barrett? Oder hast du ihm die Schlüssel des Schiffs aus den toten Händen entwunden? Genau, ich habe Barrett getötet. Sag also deinen Piratenfreunden, sie sollen Leine ziehen? Oh nein, wir waren nicht hinter Barrett her, sondern hinter dem Schiff. Scheiße. Jedem Neuling der Crimson Fleet wird von der Frontier erzählt, dass die Constellation Schätze in den Laderäumen verwahrt. Die Beute von 100 Planeten. Diese Aussage ist zum Teil richtig. Die Frontier war bei vielen Planeten und Monden, aber in den Laderäumen befinden sich nur Ersatzteile, Staub, dehydrierte Lebensmittelpartikel und verschiedene Ameisenarten. Es ist mir egal, mit welchen Lügen Barrett diesen Roboter programmiert hat. Das Schiff gehört uns. Also, pass mal auf. Wir haben jetzt hier folgende Möglichkeit. Möglichkeit A, am Arsch dranne. Möglichkeit B, am Arsch dranne, du bist gleich tot. Oder C, am Arsch dranne A und B zusammen. So ein Ding ist das. Ach du Scheiße, da kommt noch einer? Muss kurz nachladen. Nee, nicht so nah ran hier. Das finde ich nicht geil. Oh, oh, ich habe keine Munition mehr. Ups. Haben wir noch für das andere Ding noch Munition? Ja. Sind hier noch Leute dazugekommen? So, du kleiner Hodenklon. As we say. Over here.
Wolltest du mich gerade austricksen? Du kleiner. Fliehst du gerade? Du kleiner Pisser. Du kleiner Pisser, was war das jetzt hier? Von wegen vom Dach runterspringen. Am Arschwanne. Was ist da hinten? Ruhe. Ich hab irgendeinen Rucksack aufgehoben, aber ey, frag mich mal nicht, was der kann. Ich muss mich erstmal hier um die ganzen Leute kümmern. Alter, was ist mit meiner Maus nicht in Ordnung? Oh mein Gott! Oh Gott, warte, ich muss 0 drücken. Ich sag's wie es ist, ne? Let's go! Es ist E, Dizzy, nicht F, E! Achso, du bist ja schon tot. Ich wollte gerade ansetzen. Dizzy, ähnliche FE. Oh Gott, die Taste muss ich unbedingt umbelegen. Was ist hier mit dir, du kleiner Busch-Scheißer? Raus aus dem Busch. E. Rares Item. So, sind hier noch mehr von euch Klopsköppen? Oder sind wir fertig? Oh, nee, Sauerstoff. Eieiei, Sauerstoff. Ja, nee, wir füllen auf. Vorsicht, der CO2-Wert steigt. Ist ja auf 100%. Allein ist zu statistischen Schaden. Nee, mach jetzt nicht diesen. Wir machen jetzt hier ganz ein auf super entspannt. So, rein ins Schiff. So gut, denn, Hobbiger Lobby. Oh, E. Dizzy, E. Press E. So, und bevor wir jetzt hier einen Abflug machen, machen wir hier nämlich jetzt mal einen Cut. An dieser Stelle mal ein Fazit. Wir sind gerade in meiner Konfiguration mit dem 5950X unterwegs, der 7600 von AMD. Und ich muss wirklich sagen, neuestes Spiel, wirklich neueste Generation, läuft astrein. Muss dazu aber auch sagen, wir sind auf Mittel unterwegs. Es sieht trotzdem super schön aus. Ich denke, wir könnten noch ein bisschen mehr rausholen, wenn wir die Upgrades machen würden. Falls du upgraden möchtest, findest du unten in der Videobeschreibung die Links. Da kannst du draufklicken und dann kannst du mal gucken, was du hier alles zulegen kannst. Bei den CPUs gibt es aktuell einen Streichpreis. Da kannst du 1-2 Mark sparen und dazu kriegst du noch Starfield. Ich wünsche euch einen unglaublich schönen Tag / Abend / wann auch immer ihr das geguckt habt. Und möchte mich bedanken für eure Aufmerksamkeit. Möchte mich an der Stelle auch bei AMD und Alternate bedanken, dass ich dieses Spiel in der Form unter den Bedingungen ausprobieren durfte. Lasst es euch gut gehen. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr A Starfield gefunden habt. Was für eine CPU ihr aktuell benutzt. Was für eine Grafikkarte ihr aktuell benutzt. Und wie euch Starfield gefällt. Lasst es euch gut gehen. Bis denn, Danzen. Tschüss.